Hallihallo, hier ist wieder Corazon zurück in Fallout 76. Ja, wir wurden schon angegriffen. Ich schnapp mir jetzt meine Impro-Pistole hier, oder nicht? Doch, haben wir. Sehr schön. Und schauen wir mal, dass wir die ersten Roboter, die uns da jetzt ein bisschen ärgern wollten, zurückärgern. Ich habe nicht viel Munition. Ich hoffe, das wird was. Oder auch nicht. Sieht schlecht aus. Oder? Hey, getroffen. Sag ich doch. Oh, töte den ersten Gegner. Herausforderung abgeschlossen. Yay! Ein Gegner töten ist eine Herausforderung. Okay. Getroffen habe ich ihn. Ich habe nur noch 6 Schuss. Ich brauche eine andere Waffe. Ist es klug, hier lang zu gehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuch's trotzdem. Ihr kennt mich ja. So. Wow, das war ein guter Treffer. Scheinbar ist deren Auge etwas empfindlicher als der Rest. Das ist gut zu wissen. Also, falls man es Auge nennen kann. Zack, zerstöre einen Roboter. Wieder ein Erfolg. Mensch, das geht ja hier zack, zack, zack mit den Erfolgen. Ist das normal? Soll das so? Habt ihr was dabei? Ja, Propaganda-Flyer und Stahlschrott. Ja, logisch. Besteht aus Stahl. So. Halt einmal still jetzt. Seid ihr halt still? Geht doch. Warum nicht gleich so? Propaganda-Flyer, den wollte ich mir jetzt anschauen. We building the future for a broken nation. Okay. Das wollen Sie jetzt erstmal anschauen? Okay. So. Oh. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo agrego amigo? Da sind wir jetzt gar nicht mehr alleine. Problem in der Geschichte ist, der hört mir natürlich jetzt ganze Zeit zu, zwangsweise. Hey, immer noch Feinde. Ich wollte doch. Kochtes Wasser. Wahrscheinlich sind ihnen die Dinger jetzt respawned, huh? Okay, dann sollen die mir mal egal sein. Ich gehe mal weiter. Er hört mich immer noch. Wahrscheinlich, ja. Ich habe jetzt eine andere Waffe gefunden, oder? Ja, und die hat auch ein bisschen andere Muni, sehr schön. Ja, die Waffe ist schon besser. Ah, komm hier, Mensch. Aber jetzt erkenne ich das, die haben einen Stern drauf. Das sind russische Waffen. Also russische Roboter. Das erklärt auch den Propaganda-Flyer, den sie haben. Au. Wo war der jetzt? Der redet jetzt ganz rein. Ich weiß nicht, ob man den Kerl hört. Aber der redet auch ganz Zeit. Er weiß wahrscheinlich nicht, dass wir ihn hören. Baseballschläger. Sehr schön. Kampfmesser. So geht das, junger Mann. Hehe. Bring den Roboter mal nebenbei wieder. So. Er müsste mich hören. Baseball. Hm? Okay, er scheint nicht wirklich so zu hören. Dann gehen wir einfach mal weiter. So, war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir nicht mehr alleine sind. So, hier haben wir weiter nix. Ich loote alles weg. Ich hoffe, das schadet ihm jetzt nicht. Kämpft er immer noch gegen was? Okay.
wäre, ne? Scheinbar hat er sein Handy am Arbeitsplatz. So, du hast nichts. Hier ist noch eine Munitionskiste. Sehr schön. Noch ein bisschen Wasser. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte doch schauen. Daten. Erstkontakt, genau. Achso, es gibt ja noch sowas wie tägliche Quest. Okay. Ja, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte auf die Karte. Hä? Ah. Oh, hier sind sogar mehrere. Inzwischen kommen sie alle. Oh, den. Oh, da sind schon welche ganz weit weg. Okay, gut. die Frage ist. Oh, das sind auch welche. Level 18 einer. Oh Gott, jetzt ist hier auf einmal alles voll. Okay. Zur Spuren der Aufseherin finden. Das ist hier in der Nähe. Okay. Hätte ich doch die andere Seite runtergesollt. Interessant ist, wo ich die ganze Zeit zuhören muss. Man kann es bestimmt abstellen, aber ich lasse es mal noch drin. Ne? Vielleicht begegnen uns ja immer noch Leute, die weniger plappern und mehr hilfsbereit sind. So. Sieht aus wie eine Pflanze, die man ernten kann. Ja. Herausforderung abgeschlossen. Ha! Zu dir sind wir. Hi. Okay. Mhm. Okay, danke. Aber was wir vorher mal machen. Was bringt dir mehr Schaden? Du. Ablegen, sortieren. Nee, warte mal. Nee. Wie tue ich das? Camps erlegen, Ansicht, Skills, Details ablegen. Nee, wie tue ich das in mein Impro-Rad reinsetzen? Wahrscheinlich über den Erde, ne? Gegenstände. Oder? Nee. Da kann ich auch nichts anderes machen. Hm. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Doch schön. Befehle. Eine Machete sogar noch. Vorkriegsgeld. Und irgendwelche Befehle. Paul, du musst einmal im Monat die Lage am World 76 auskundschaften. Diese Türen müssen sich ja irgendwann öffnen. Geh keine unnötigen Risiken ein, beobachte den World ein paar Tage lang und dann komm wieder zurück. Maria. Mhm. Unser World wurde also beobachtet. Ja, im Hintergrund irgendein Windspiel. Ah, diese Liebe für Details. Ach Gottchen, wie ich mich schon freue. Ich weiß, ihr sagt das alle paar Minuten, aber so ist es nun mal. Ah. Okay, das ist was. Verstehe. Haben wir also auch. Ja, du mich auch. Komm, weg mit dir. Und weg mit dir. Herausforderung gleich wieder. Sehr schön. Ich weiß aber nicht, was diese komischen Dinger bringen. Diese Atome. Aber irgendwas werden die schon irgendwann bringen. So. Hier ist ein Stahlschrott. Wir laden nochmal nach bei unserer Impro-Waffe. Hm. Da ist sogar jemand. Wahrscheinlich sein gebautes hier. Oder? Sieht jedenfalls sehr selbstgemacht aus. Nee. Nix selbstgemacht. Komm, wir spielen ein bisschen Benjo, oder? Komm, da freut er sich bestimmt da unten. Nein, das ist nicht gefreut. Schade. Wow. Hey.
Der scheint wohl weniger nett zu sein, ha? Na, schön, dass man gleich mal einen Begin seinen umbringen will. Super. So. Vielleicht hat er sich auch nur durch mein Banjo-Spiel beleidigt gefühlt. Wir wissen es nicht. Aber ich werde, wie gesagt, versuchen, nett zu sein. Soweit es die anderen Spieler denn zulassen. Und die Monster natürlich auch. So. Also NPCs generell müssen ja nicht Monster sein. Die kann man nicht einsammeln? Doch. Immer schön alles mitnehmen hier. So. Boah, wie schön das einfach aussieht. Ich muss auch sagen, ich habe meine Grafikeinstellung recht niedrig. Warum wird es jetzt auf einmal so düster? Recht niedrig. Was ist das da? Projektoren. Okay, das ist Freund. Holzfäller, Protektor, stellt attraktive Holzprodukte her. Oh, Holzfäller, okay. Okay. Whatever you're talking, it's okay. Ja, wie gesagt, ich habe meine Grafikeinstellung gar nicht mal so hoch. Ich finde es trotzdem. Bienenschwarm. Hilfe! Au! Warte mal. Lass das. Ich glaube, da hilft das eher. Au! Da wieder unten. Au! Ein Typen! Dieser Bienenschwarm ist ja anstrengend. So. Wie kann ich da was hinpacken? Oh, warte mal, Space auswählen. Nee, dann tue ich da... Ändern! Ah, da haben wir es doch. Mensch. Inventarpistole auf 2, die Machete. Siehst du, da haben wir es doch jetzt. Huch, das wollte ich gar nicht. Kann ich jetzt halt machen und gut ist. Sehr schön. Das ist auch schon besser als vorher. So. Feiner Schüsse. Gut. Warte. So. Der hat aber viele Sachen. Nehmen wir mal alles mit hier. So. Ich höre noch was. So, da es hier in so ein Online-Spiel bist, kann ich ja auch nicht hier mal eben pausieren. Das wird also entdeckt. Gut so. Ja, das lese ich mal vielleicht jetzt nicht vor. Ernsthaft, der Name. Von einer Familie mit W. So. Okay. Schauen wir mal. Wir haben den Kerl jetzt hier so ein bisschen mal geholfen. Aber hier waren scheinbar schon vorher andere Leute. Das sieht schon ein bisschen geplündert aus. Nachricht. Für Sammy. Wieder was rausgefunden, sehr schön. Da hört man schon wieder was. Wahrscheinlich respawnen die hier recht flott wieder. Natürlich jeder Spieler so eine Chance hat, an die Gegner zu kommen.
Keine Angst. I'm friendly. Kann das nicht sagen, ich bin freundlich, da fallen hier schon wieder Schüsse. Ich frage mich wirklich, ob hier auch andere aufnehmen oder ob die jetzt einfach so mit jemandem. Okay, der scheint den zu kennen. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich Sorgen machen. Ah, okay. Ah, Tagebuch. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte. Motivierte Tiere, durchgedrehte Bots und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vortec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computer für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Ladung und ein bisschen Muskelkraft. Y Chorca RT Máximo. Tienes que agregar lo que es la cuenta, no el personaje. Okay. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Okay. Waren das jetzt? Das war jetzt so und dann. Was waren das jetzt? Nee, nicht der Baseballschläger. Das da. Können wir jetzt hier gerne mal verhalten oder was ist los? Achso, jetzt macht das. Bleiben wir erstmal bei. Dir. Okay. So, hier am Camp würde ich sagen, beenden wir dann mal wieder die Folge. Können wir das einsammeln? Nein, das ist nichts mehr einsammeln. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das ist ein Online-Spiel, ich kann also nicht pausieren. Ich gehe dann vielleicht auf die Karte in der Hoffnung, dass dann derzeit nichts passiert. Ja, ich hoffe, euch hat der Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich riesig überfreuen und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin, tschüss!